Hallo und willkommen bei Schiff und Kreuzfahrten zu den Kreuzfahrt-News von Mittwoch, dem 23. Juni 2021. Mein Name ist Pascal, ich bin der Kreuzfluencer, weltweit bekannt, Internet, YouTube, Superstar und so weiter. Neuerdings auch Kapitän der Knutschmaulflotte. Ich hebe mich selbst in den Dienst und entlasse mich auch aus dem Dienst, so wie es mir gefällt. Das kann man machen, wenn man ein guter Mitarbeiter ist. Ich bin jetzt gerade in Pause, ich war jetzt eine Woche arbeiten und da muss man sich auch mal ausruhen. Im Vorfeld möchte ich eine Sache sagen. Ich habe gestern viele E-Mails bekommen. Und zwar gibt es so zwei Portale, die in meinen Augen der blanke Schund und Müll sind. Wir reden hier von Moin und der Westen. Die nehmen neuerdings Videos von mir und schreiben irgendeine gequälte Drecksscheiße dazu. Und das gefällt mir überhaupt nicht. Und das ist auch nicht in Ordnung. Und ich möchte euch bitten, so eine Scheiße nicht zu unterstützen. Die machen immer so Clickbait-Titel von wegen Kunde von AIDA ist total wütend. Und erzählen dann die größte Scheiße und binden dann ab und zu auch mal ein Video von mir ein. Da ging es um die Kabinenvideos, um die Heckkabine von AIDA Sol. Und das passt auf keine Kuhhaut, was die da fabrizieren. Ich möchte mich davon distanzieren. Der blanke Hohn war, dass sie Kreuzfluencer mit C schreiben und schreiben der selbsternannte Kreuzfluencer. Habt ihr schon mal einen Papst gesehen oder Gott oder einen amerikanischen Präsident, der sich selbst ernennt? Sowas, man wird dazu geboren. Ja, das geht überhaupt nicht, so eine Scheiße, die da fabrizieren. Ich möchte mich distanzieren, ich habe damit nichts zu tun. Die versuchen Geld auf meinem Nacken zu verdienen mit meinem Fame. Und das ist eine Schweinerei, das gehört sich nicht. Ist angeschlossen, die zwei Seiten sind wirklich angeschlossen an große deutsche journalistische Fachhäuser. Und da seht ihr mal, wie der Journalismus in Deutschland den Bach runtergeht. Ihr könnt mir vertrauen und da seht ihr ja, was da für eine Scheiße fabriziert wird. Jetzt schauen wir uns die News an und zwar... Headline, absolut, AIDA Cara verlässt die Kussmundflotte aus Rostock. Das AIDA Mutterschiff ist nicht mehr zu Hause, bald. Es geht. Viele dramatische Sachen habe ich gestern gehört. Menschen heulten. Mir ist das scheißegal, wenn ich ehrlich bin. Ich bin da kein Nostalgie-Fanatiker. Ich sehe das als Geschäftsmann. Das Schiff ist unrentabel. Es ist alt. Es ist der Umwelt nicht mehr passend. Und vor allen Dingen passt es nicht mehr in die neue AIDA-DNA. Und deswegen muss man auch irgendwann sagen, bis hierhin und nicht weiter. Der Plan war ein anderer vor Corona. Jetzt haben wir Corona. Ich habe im letzten Jahr schon gesagt, dass ich vermute, dass Cara nicht mehr fährt. Es ist natürlich schade für alle, die damit früher gefahren sind. Und ich will jetzt auch nicht der Böse sein. Aber die Zeit steht eben nicht still. AIDA hat sich entwickelt, so wie sich jede Reederei entwickelt hat. Auch TUI Cruises wird die Herz abstoßen, da bin ich mir sicher. Ich glaube auch schneller, als sie es selber gerade noch sagen. Und das ist gut so. Denn wenn ich alte Dinge nicht abstoße, komme ich vorne nicht weiter. Es bringt mir nichts, LNG-Schiffe zu bauen, um zu sagen, ich werde jetzt sauberer, während ich noch alte vermeintliche Dreckkarren habe, die ich eben nicht umgebaut bekomme, auch wenn ich es möchte. Eine Karre kann man nicht mit Brennstoff oder Batterie umbauen, man kann da auch kein LNG verpassen. Man kann das natürlich alles machen. Das ist aber zu utopischen Preisen und am Ende will das kein Gast bezahlen. Wir hatten gestern die Diskussion mit AIDA-Fans, die dann sagen, ja, dann soll man Special-Club-Touren fahren und Special hier und Special da und Special dort. Ich schätze mal, man muss da 100 Millionen reinstecken, bis man die umweltfreundlich hat, vielleicht auch ein bisschen mehr. Und dann kosten die Reisen entsprechend auch. So, die Leute wollen immer alles und haben die besten Ideen. Und wenn es dann heißt, wir haben das umgesetzt, das kostet den Betrag X, heißt zu teuer, nee, das mache ich nicht. Das ist mir zu teuer, das möchte ich nicht. Und das ist eben das große Problem. Irgendwann sind Schiffsleben vorbei. Ich habe auch der MS Delfin nachgetrauert. Die lebt zwar noch, aber wird nicht mehr gefahren. Die gammelt vor sich hin, was total schade ist. Das ist ein tolles Schiff. Auch MS Astor ist während Corona verschrottet worden. Absolut unnötig, weil es ein ganz tolles Schiff war. Aber es ist im Laufe der Zeit eben so, dass Dinge halt auch ausrangiert werden müssen. AIDA hat da eine wundervolle Pressemeldung gestern veröffentlicht. Viel schöner kann man sie nicht schreiben. Es kommt eigentlich, wenn man sie nicht richtig liest, gar nicht heraus, dass die Cara weitergegeben wird. Man schreibt, dieser weitere Kapazitätszuwachs gibt dem Unternehmen die Möglichkeit, die Flottenstruktur insbesondere mit Blick auf die Erreichung seiner Nachhaltigkeitsziele zu optimieren. Daher hat AIDA Cruises entschieden, AIDA Cara nach 25 Jahren Dienstzeit in den kommenden Wochen an einen neuen Eigentümer zu übergeben. Ja. Wer der neue Eigentümer ist, weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht, ob das Schiff weitergefahren wird oder ob es verschrottet wird. Beide Optionen sind möglich.
Ich habe gestern mal so Blanko in den Raum geworfen. Kann gut sein, dass Celestial Cruises das Schiff nimmt, weil da könnte es eigentlich ganz gut hinpassen. Aber ob das so ist, das werden wir einfach sehen in den nächsten Wochen. Und ja, eine weitere Neuigkeit, die mich jetzt auch als Kreuzfluencer und privat sehr hart getroffen hat, ist, dass die Carnival Corp entschieden hat, gemeinsam mit AIDA Cruises AIDA Cal zu Carnival Cruise Line zu nehmen. Also ich bin ja auch weltweit bekannt, insofern ist es jetzt nicht das Problem, dass mein Schiff auch weltweit eingesetzt wird. Es wird allerdings ein anderes Design und einen anderen Namen bekommen. Was ich persönlich sehr schade finde, weil AIDA Cal ist einfach, das hört sich göttlich auch an. Ja? Und daher wird AIDA Cal in 2023 nicht für AIDA in Dienst kommen, sondern wird zu Carnival Cruise Line gehen und bekommt einen anderen Namen. AIDA gibt also AIDA Cara ab, kurzfristig jetzt schon. Und der Neubau 23, die Schwester von AIDA Nova und von AIDA Cosma, wird nicht in Dienst gestellt. Grundsätzlich ist es ja so, dass AIDA emissionsfrei fahren will bis 2040. Da werden Schiffe für entwickelt, Konzepte für entwickelt, weit über LNG hinaus, mit Brennstoffzellen, mit Batterien. Vor Corona gab es auch schon, man munkelte es, eine neue Schiffsklasse, die irgendwann Selection ersetzen soll. Vielleicht will man erst ein paar Swingsen runterziehen und als Selection fahren lassen und diese entsprechend umbauen. Es gibt aber auch Pläne, neue Schiffe zu bauen. Es bleibt ja sehr spannend. Corona hat ja viel durchgeschüttelt. Die Frage ist, wie viel Geld ist da? Wenn wir jetzt natürlich überdenken, dass wir leider Gottes AIDA Cal verloren haben hier im deutschen Markt, haben wir dadurch aber auch 1 Milliarde gewonnen, die man vielleicht anderweitig nutzen kann. Oder auch nicht. Man weiß es nicht. Wir werden es sehen. Ja, das sind natürlich so die Headline-Themen. AIDA Cal betrifft mich. Das macht mich traurig. Ich habe gestern geweint. Und AIDA Cara, deswegen haben andere Menschen geweint. So hat jeder einen Grund gestern gehabt, emotional zu weinen wegen AIDA Cruises. TUI Cruises hat Sonderpreise rausgegeben. Die könnt ihr in der Lounge buchen bei Melanie und Niklas. Ihr seht hier oben die Telefonnummer, das ist auch die WhatsApp-Nummer im Übrigen. Und zwar für die Mein Schiff 1, die Mein Schiff 2, die Mein Schiff 4, die Mein Schiff 5 und die Mein Schiff 6. Also für alle Schiffe, die derzeit im Dienst sind. Sind sehr attraktive, schöne Preise. Könnt ihr euch gerne auf der Lounge anschauen, auf der Seite oder eben Niklas oder Melanie fragen. Ja, dann hat SeaCloud den Betrieb wieder aufgenommen in Dienststellung von SeaCloud Spirit. Ja. Und sie wurden direkt auch mal irgendwie, sind sie in schweres Wetter geraten. Aber das mit so einem Segler macht das bestimmt Spaß. Das wollen die Leute auch haben. Das Besucherzentrum der Meyer Werft hat wieder geöffnet, falls ihr das besuchen gehen möchtet. Seaburn Cruise Line startet neu in 21, hat dazu verschiedene Termine veröffentlicht. Ja. Dann haben wir eine Flusskreuzfahrtstudie. Region Seven Seas Neubau wird den Namen Seven Seas Grandeur tragen. AIDA hatte mal wieder IT-Probleme und zwar bei der Manifest-Darstellung. Das war auch betroffen. Also man konnte relativ viele Punkte im Manifest ausfüllen, bis irgendwann das System gesagt hat: Moment, ich habe einen Fehler. Und dann ging es nicht mehr weiter. Das soll jetzt behoben sein. Ja. Dann haben wir noch die Mein Schiff 1, die jetzt auch Tallinn anfährt. Die macht jetzt Stopps in Tallinn. Die Abfahrten der Mein Schiff 1 ab Kiel sind also mit Stopps zusätzlich in Tallinn. Schön, ne? Visby, Stockholm, Tallinn. Drei Stopps auf den Reisen. Die MSC Sea View, die soll ja starten am 3. Juli ab Kiel. Sie soll am 30.06. in Kiel eintreffen. Und AIDA Sol hat erstmalig während einer Ahoi-Reise in Stockholm festgemacht. Da waren wir an Bord. Ich habe das Schiff tatsächlich, habe ich auch bei Facebook gepostet, da gibt es Bilder dazu. Ich habe das Schiff durch die Schären gesteuert, unfallfrei. Es ist nichts passiert. Ich habe das mit Bravour gemeistert. Ich habe ja auch einen See- und Binnenschein gemacht früher. Und jetzt arbeite ich daran, dass ich dann auch das große Patent bekomme, dass ich auch hauptberuflich und nicht nur so im 450-Euro-Job auch mal so ein AIDA-Schiff steuern kann. Ich möchte auch mal bei TUI Cruises nachfragen, ob ich mal so nur mein Schiff fahren kann. Kapitän Social Media darf das ja auch. Der hat zwar ein Patent gemacht und so, aber ich habe auch Social Media Skills und bin ja auch berühmt. Ich bin der Kreuzfluencer. Und Kapitän Kreuzfluencer ist auch für eine Reederei gut. Ich merke das immer wieder, wenn ich unterwegs bin und meine Präsenz zeige. Das freut die Menschen. Die Leute sagen, ich habe das jetzt auch gebucht, Kapitän, ich möchte auch so cool sein wie du.
Und deswegen ist das für die Reedereien sicherlich auch eine gute Sache, wenn sie mich da mal auch als Kapitän einsetzen. Wie gesagt, die Schärendurchfahrt Stockholm ist nicht einfach und ich habe das mit Bravour gemeistert. Was haben wir noch? Hurtigruten nimmt neues Fahrtgebiet ins Programm. Galapagos-Inseln gibt es jetzt bei Hurtigruten. Nico Cruises hat den Flussreisekatalog 22 veröffentlicht und die Mein Schiff 2, die wird erstmal zwei Katalogreisen wieder fahren im Mittelmeer und da sind dann auch Innen- und Außenkabinen wieder buchbar und eine eigene An- und Abreise ist ebenfalls buchbar. Die Mein Schiff 6 hat neue Abfahrten ab Kiel bekommen. Das hatte ich, glaube ich, schon gesagt. Und dann haben wir auf Schiff und Kreuzfahrt nochmal die Videos präsent promotet von der großen Heckbalkonkabine der Sphinx-Klasse, die mir nicht gefallen hat. Und dann von der Panorama-Suite ohne Balkon, die mir sehr gut gefallen hat. Und von der Panorama Deluxe Suite SX, die mir auch sehr gut gefallen hat. Das sind Kapitäns-Suiten, die sind jetzt Kreuzflenser geprüft und können problemfrei auch gebucht werden. Und hier möchte ich euch den absoluten Insider-Tipp geben. Wir haben ja auch ein Upgrade an Bord gemacht. Von dieser hässlichen Heckkabine, die ich nicht haben wollte, auf die Panorama-Suite. Und wir haben 40 Euro am Tag bezahlt. Und ich habe das einem Leser erzählt, dem Markus. Und der war hellauf begeistert. Oh, super und so. Ich war nicht richtig von Bord gegangen. Und zu Hause angekommen, da hat er mir geschrieben: Pascal, Pascal, wir gehen in die Panorama Deluxe SX Suite. Die ist frei. Sag ich, ja geil, dann sag mir doch mal, was du für einen Aufpreis zahlen musstest. 50 Euro am Tag. Für 150 Euro Aufpreis von Balkon ist er jetzt 3 Tage lang in der wundervollen Panorama Deluxe SX Suite. Es lohnt sich also durchaus an Bord auch mal in die Rezeption zu gehen und zu sagen: Mensch, wie sieht das denn mit einem Upgrade aus? Da können die Preise sehr süß, aber auch sehr gezuckert sein. Das kommt dann drauf an, dann könnt ihr für euch entscheiden, ob ihr das machen wollt. Ich habe das bei TUI einmal versucht. Da habe ich gedacht, die wollen mich komplett verarschen. Da war das ein Aufschlag jenseits von Gut und Böse, als hätte ich 8 Jahre im Vorfeld gebucht. Das bei AIDA im Moment kommt mir aber sehr günstig vor. Ich glaube auch, dass das kein normaler Preis ist. Da bin ich mir aber nicht sicher, weil ich habe schon mal ein Upgrade gemacht bei AIDA Cara von Balkon auf Suite. Das war auch dreistellig im hohen Bereich für eine Woche. Im sehr hohen Bereich. Ich glaube, ich habe damals 800 Euro Aufpreis bezahlt. Und wie gesagt, jetzt habe ich 40 Euro den Tag bezahlt und Markus zahlt 50 Euro den Tag. Das ist günstig. Sehr günstig. Ich würde mich jetzt verabschieden, wenn das für euch in Ordnung ist. Und dann sehen wir uns heute Abend oder morgen zum nächsten News-Video. Ich verabscheue mich. Macht's gut. Ciao.